Mit diesen Impressionen unseres Kochworkshops am Tag des Schreiners wollen wir Ihnen zeigen, dass unsere Massivholzküchen professionelle Werkzeuge zum Kochen sind und vor allem Freude machen. Gleichzeitig wollen wir Sie einladen, das gemeinsame Kochen ganz nach Ihrem Geschmack mit uns und Ihren Freunden selbst zu organisieren. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie daran Interesse haben. Wir freuen uns drauf. Ganz herzlich begrüßen. Die Gäste von dem letzten Mal haben sich dagegen entschieden, dass wir ein straffes Programm durchziehen. Das sind Dinge, die wir vorhaben, die wir machen können, da auf den Kühlschrank geschrieben. Also es geht nicht darum, dass das jetzt die beste, genialste, tollste Methode ist, sondern es geht einfach darum, dass wir es zeigen können. So kann man es machen, man kann es aber auch anders machen. Für mich ist prinzipiell so Wiedgang vielleicht anders ein bisschen als beim Band. Der Band ist eher in Richtung Steinigung unterwegs. Der ist Sous-Vide praktisch die hohe Schule des Kochens. Für mich ist es mehr Lebensmittelorganisation. Das ist eher mein Ding beim Sous-Vide-Garn. Also, aber ich sage, das ist die genialste Möglichkeit zum wertschätzenden Umgang mit wertvollen Lebensmitteln. Wollen wir eine ganz lange Vorstellungsrunde machen? Und ich bin hier. Ich auch alles. Ich werde vor allem interessieren, die Unterschiede zwischen Sous-Vide und Dampfgarn. Okay. Warte mal, so schauen die Beutel vom Sous-Vide-Garn aus. Und dann mache ich jetzt einen auf und gebe ihn in den Gabehälter und mache zum Vergleich den Hochdampfgarer bei 120 Grad. Drücken wir Schluckleisen mit Rotwein ab. Hutanger sind alte Weideflächen. Hut kommt von Hüten, Tierhüten, Behüten und Anger kommt von Angras, was so viel heißt wie wildgrünes Grasland. Ja, ich glaube, dem habe ich gestern ein bisschen Fleisch von meinem Weideschwein gebracht. Ich habe in Leverkusen, das ist ungefähr 50 Kilometer von mir, vor eineinhalb Jahren einen Bauernhof geerbt und habe mir überlegt, was kann ich daraus machen und habe mich dann dazu entschieden, die Schweinefleischherstellung etwas alternativ und anders zu machen. Carpaccio. Der Vater des Schweins, der Vater des Rinds und jetzt habe ich noch den Vater des Rinds. Vor 27 Jahren habe ich entschieden, wirklich konsequent alles umzustellen. Nun ist es wirklich, wenn Sie biologisch zertifiziert sind, Sie müssen, Sie dürfen nicht mit Wanderarbeit oder Saisonarbeit in Arbeit sein. Ja, bitte. Bauchplatten anheben. Dann haben wir ein wunderschönes Filet, das durchziehen. Nicht so schwer, ne? Geht Hand aufheben, Hand aufheben und genau so auf den Schläg halten, genau so noch zwischen. Das ist dran. Die Lust bekommen haben, unsere Massivholzküchen und unsere Geräte live beim Kochen zu erleben, dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Bis bald.